Kommandant, die Untoten haben anscheinend ihren nicht vorhandenen Verstand verloren. Geht und was? Angefangen, Säbelzahnbären zu zähmen. Diese Kreaturen sind doppelt so groß wie normale Bären, jagen wie Wölfe im Rudel und sind extrem gefährlich. Mehrere dieser Haustiere haben bereits Passanten auf der Straße gefressen. Ganz zu schweigen von dem Gestank, den sie verursachen, wenn sie ihr Geschäft erledigen. Sie sind eine wirkliche Bedrohung. Und ich stimme dafür, dass jeder gezähmte Säbelzahnbär getötet werden soll. Ach Gott. Aber es sind doch nicht alle Kreaturen bestimmt so. Gefährliche Haustiere. Jetzt sind wir bitte bei der Abstimmung, die ich eigentlich vermeiden wollte. Na gut, die machen wir aber noch. Was sagst du denn, Jorik? Prospera will also, dass ich Schmusi töte. Schmusi? Niemals. Säbelzahnbären sind liebevolle Tierchen und hervorragende Wächter. Dass sie Untoten nie was anhaben, weil wir kein Fleisch auf den Knochen haben, war übrigens nie der Grund für ihre Zähmung. Nein, niemals im Leben. Oberon? Kommandant, ich kann eure Sicherheitsbedenken nachvollziehen. Aber diese Tiere wurden gezähmt und können nie... Nein, oh, das wollte ich gar Kommandant, nicht. Kommandant. Ich kann eure Sicherheitsbedenken nachvollziehen. Aber ach, diese Tiere wurden gezähmt und können nie wieder in die Wildnis zurück. Ich stimme zu, keine mehr zu fangen und zu zähmen. Aber müssen alle der bereits gezähmten Tiere abgeschlachtet werden? Nein, das wäre scheußlicher Mord. Das ist ein perfekter Vorschlag. Einfach das weitere Zähmen von Säbelzahnbären verbieten. Und die bisherigen können von mir aus noch weiterleben. Aber die sollten trotzdem aufpassen, dass die nichts tun. Die Tiere sind ebenfalls an die Gesetze gebunden. Jedes Mal, wenn eines dieser Monster mit seinen riesigen Zähnen näher kommt, habe ich Angst, es will Zwergensteak. Na, ist auch viel dran. Hört auf die gute Prospera, Kommandant. Tötet sie alle. Nach alles, was ich bisher von den Zwergen hier mitgekriegt habe im Spiel, sollten wir eigentlich immer genau das Gegenteil tun von dem, was die Zwerge sagen. Von daher kommt es eigentlich ziemlich gut, wenn wir sagen Nein. Möge die Pest dieser kaltherzige Echse dahinraffen. Säbelzahnbären fressen kaum, wenn sie richtig trainiert wurden. Wir reiten sie sogar und veranstalten Rennen. Es ist natürlich nicht wirklich ein Rennen, wenn Reiter oder Ross nicht im Ziel ankommen, aber das sorgt für Spannung und gehört einfach dazu. Ja, ich würde mal sagen, lassen wir's. Nein. Ihr seid ein Drache, Kommandant. Ja, gerade deswegen. Und ich verstehe euren Hang zu gefährlichen Kreaturen. Süße, Herr mit dem Bär. Aber man lässt keine bullengroßen Füchse in den Hühnerstall mit dem Glauben, dass nichts passiert. Man wird sehen. Ich lasse jeden Tag bullengroße Füchse in den Hühnerstall. Oh Gott, apropos Hühnerstall. Nee, ich habe jetzt keine Lust drauf. Bär. Oh, diese verdammten Bären. Jetzt klicke ich auf Bar und sag Bär. Edmund. Es war zwar nur ein Gefecht, aber wie er es... Beeindruckend, nicht wahr? Scarlett, willst du was sagen? Irgendjemand hier will doch was von mir. Boah, das ist alles so frustrierend, Kommandant. Narcissim wurde verhaftet, aber nicht ins Verlies geworfen. Er ist nur in einem Palast auf dem Lande eingesperrt. Toll. Wo er im Luxus lebt und angeblich schon einen Diener getötet hat, weil der etwas unmännlich aussah. Ohne irgendwelche Konsequenzen, versteht sich. Boah, das ist mal wieder so ein typisches Zeichen von Prominentenhaft. Boah. Mein Gott, schmeiß sie doch in eine ganz normale Zelle. So ist es halt. Wir Homosexuellen haben weniger Rechte als andere. Dieser Widerling kann uns einfach töten und bekommt dafür einen Klaps auf die Hand und eine verdammte Burg zu seinem Vergnügen. In einem Monat ist er doch wieder frei. Zwar seiner Ämter enthoben, aber bereit, weiter seiner Mordlust zu frönen. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist ein Massenmörder. Wird einen Monat in irgendeine Luxusvilla eingesperrt. Vielleicht zum Amt enthoben, aber dann darf er einfach irgendwie weitermachen. Oh Mann, und das Problem ist einfach, dass das so grausam an der Realität angrenzt. Das ist ja nicht nur... Ich würde mich ja nicht mal aufregen, wäre das nur in dem Spiel so, aber die hier in Divinity machen es ja geschickt so, dass sie wirklich aktuelle Themen auch aus unserer Welt hier, so aus der Realität hier mit reinstricken. Und wenn man das immer wieder so sieht, das ist einfach... Das muss ein Ende haben. So geht's nicht weiter. Ihr habt mich schon einmal unterstützt, also tut es wieder. Lasst mich verkünden, dass ich eine stolze Lesbe bin und den königlichen Befehl erhalten habe, den Schuft zu töten, der so viele meiner Brüder und Schwestern auf dem Gewissen hat. Oh ja, so stelle ich mir in Zukunft auch meine Alltagsgespräche in meinem Joballtag vor. Genau solche Dialoge werde ich da führen, jeden Tag. Ah, gut, was haben wir denn? Ja, natürlich. Ein solches Ereignis würde die Nation erschüttern. Aber vielleicht ist das nötig. Meinen Segen habt ihr. Er soll seinen Kopf verlieren.
Ich bin schon unterwegs, Kommandant. Mit eurem Segen wird der Erzherzog noch heute sterben und es wird einen Erzfeind weniger geben. Alles klar. Ganz ehrlich, das ist ein mega Massenmörder. Ich bin zwar jetzt auch nicht so unbedingt der Vertreter der Todesstrafe, aber einen Massenmörder zu töten ist meines Erachtens schon fast eine Heldentat. Na gut. Wir haben jede Menge Technologiepunkte, eigentlich genug, um fast alles. Ne, noch nicht mal alles. Na egal. Bomberballons machen wir besser, wir machen Panzerschiffe besser, wir machen Zerstörer besser, wir machen Zeppeline besser, wir machen Jäger besser. Boah. Alles wird besser. Alles wird geil. Auch wenn wir es jetzt wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Aber okay. Moment mal. Ach, wir gucken mal zu Corvus rein. Was sagt ihr? Wir schauen mal zu Corvus. Speichern wir nochmal? Nein, nein. Oh, hallo. So. So, aber erstmal gucken wir zu Maxus. Corvus ist immer noch frei, Kommandant. Nee, von wegen. Ihr braucht all eure Kraft, um... Von wegen. Jetzt reden wir mal kurz mit ihm. Corvus. Corvus, was sagst du denn dazu? Gefällt dir die Hauptstadt, die jetzt gerade unter mir steht? Welch lieblichen rosa Schatten ihr habt. Danke schön. Wenn ihr in Gestalt eines einfachen Menschen seid, wie ihr mich mit euren langen, satten Venen reizt, die über eure Hände und euren Hals verlaufen, vorzüglich. Ach, Corvus, wenn ich dich so angucke, du bist doch nichts weiter als ein riesig großer Penis mit einem Mund. So. Jetzt hab ich's mal. Jetzt bin ich's mal losgeworden. Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Wir gehen jetzt mal zurück auf die Brücke. Also, vielleicht ist der ja das Geschlechtsteil von einem anderen, nochmal viel, viel größeren Dämon. Also, dieses Bild, was sich da gerade in meinem Kopf zusammensetzt, ist ein bisschen abnormal. Nee, ich höre besser auf, darüber zu denken. Also, Karte und Schluss. Ja, gut, wisst ihr was? Da das jetzt wahrscheinlich der letzte Zug ist, den wir großartig machen. Was hat denn unser halbnacktes Etwas in unseren Gemächern zu sagen? Welch Wunder ist es, die grenzenlosen Möglichkeiten des Geschmacks zu erleben. Die Unendlichkeit der Gerüche. Ein Rosenduft kann die Seele erheben. Genieße eine Erdbeere. Nektar der Erde. Und die Essenz der Schöpfung selbst vibriert anmutig. Sein, mein Liebster, sein. Also ich weiß nicht warum, aber das war so eine Stelle, bei der Entwickler der absolute Pornodrang durchgedrungen ist, durch die Adern. Da haben sie sich mal ein wenig Spaß gegönnt, die Leute. Naja, soll ihnen ja auch mal gelassen werden. Also gut, ja, schauen wir mal auf die Karte. Yay, Corvus, na? Ohne Hauptstadt ist ziemlich blöd, was? Oh komm, wir speichern nochmal. Corvus ist weg. Alles ist gut. Wir sind glücklich. Na, komm, Zug beenden. Einfach mal gucken. Jetzt wird er wohl nicht sehr viel machen können. Ach, Hauptsache, er setzt noch seine Karten ein. Puh, er macht einen Gegenangriff. Also ganz ehrlich, den jämmerlichen Versuch. Da brauchen wir keinen Kampf mehr zu machen. Der uns dann wahrscheinlich am Ende noch abschmiert. Ich sehe schon, die machen jetzt alles kaputt, die zwei Jäger. Das wär's echt. Das wär so episch. Na, Zeitung ins Gesicht, ich warte drauf. Hm? Errungenschaft freigeschaltet. Staatlich geprüfter Dämonenjäger. Sieg! Drache erobert Wivelon. Yeah. Scarlet begibt sich auf geheime Missionen. Quellen. Sie ist auf Blut aus. Hm. Die Säbelzahnbären sind los. Tod lauert auf der Straße. Kaiser mit Erfolgsserie verliert aber den Schlüssel zu Raven. Das kennen wir schon. Yay! Hexersöldner. Die brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch. Bevölkerung. Warum wird die Bevölkerung... Ach so, wegen den Bären oder was? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wollt ihr ernsthaft sagen, dass die Säbelzahnbären 5% meiner gesamten Bevölkerung ausgerottet haben? Was sind denn das für Viecher? Naja. Willkommen, Kommandant. Lasst mich euch noch ein letztes Mal auf der Raven begrüßen. Das Imperium lebt wieder. Frieden, kurzzeitig entthront, hält wieder das Zepter. Woran sich drei mächtige Männer einst versuchten, habt ihr ohne Hilfe geschafft. Im Namen der gesamten Welt, im Namen Millionen Befreiter, ich danke euch. Och, kein Ding. Lang möge unsere Freundschaft andauern, so wie eure Herrschaft. Kein Ding, habe ich doch gerne gemacht. Ich meine, so als Hobby nebenbei war es mal ganz lustig, die Raven zu kommandieren, ne? Ich gehe jetzt mal wieder zurück zu meinem Modellbauschiff.
Was ist mit Corvus, unserem geheimen Dämon? Er wurde endlich besiegt, Kommandant. Ach, wirklich? Ihr habt ihn all seiner Kräfte beraubt. Und er ist nun nichts weiter als eine leere Hülle. Hm. Wenn ich die Raven demontiere, werde ich ihn in den Abgrund zurückschicken, aus dem er kam. Und mit ihm die letzten Spuren des verräterischen Architekten. Und was geschieht jetzt? Ich habe eure weise Frau auf die Suche nach dem besten und schönsten Ort in Babylon geschickt, okay, an dem wir euer Schloss bauen werden. Och, wisst ihr danach was? Bauen wir eine Hauptstadt um das Schloss. Und ein Imperium um die Hauptstadt. Ein Imperium, das 1000 Jahre andauern wird. Ich fühle mich gerade irgendwie an was anderes erinnert. Nee, Leute, keine 1000 Jahre, bitte nicht. Aber, ja, magst du es jetzt mal ganz unter uns? Ich weiß, Corvus war böse, aber kannst du ihn nicht noch mal ganz kurz hochholen für 1-2 Minuten? Ich möchte mit ihm nur ein paar kleine Sachen mit meiner Frau besprechen. Nur mal ganz kurz, bitte. Bitte. Aber damit euer gesegnetes Reich so lange überlebt, müssen wir die gesamte Dämonentechnologie zerstören. Och komm. Einschließlich dieser majestätischen Raven. Es ist natürlich traurig, wenn solche Wunder ungeschehen gemacht werden müssen. Aber wir können niemandem trauen. Na toll. Bald werden diese Maschinen nur noch in der Erinnerung existieren. Wie Traumfetzen, die beim Aufwachen verblassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Erteilt den Befehl, werter Drache, und ich werde die Welt neu formen. Och Mann, da hält sich wohl jemand für Gott. Naja, ich würde gern mit meinen Kameraden sprechen, die sich noch auf dem Schiff befinden. Natürlich, Kommandant. Ich bin mir sicher, sie möchten euch alle zum Sieg gratulieren. Das denke ich auch mal. Dann wollen wir nochmal bei allen durchgucken, die sprechen aber vorher nochmal. Nachher gibt's mal wieder einen Absturz und dann sind wir wieder alle unglücklich. Das muss doch nicht sein. Oh, hier ist niemand mehr. Nur noch die gleichen Typen, die hier sonst immer rumlaufen. Thronsaal.